Hallo meine Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie man diese tollen Schalen macht, dann bleibt einfach dran. Die haben sogar einen beleuchteten Standfuß. So sehen die Schalen beleuchtet aus. Die sehen doch echt prima aus, oder? Dann fangen wir mal an. Für die Schalen brauchen wir als erstes Resin. Das hat jetzt eine Gießhöhe von maximal 4 cm. Dann wird immer gleich der Härter mitgeliefert. Ihr müsst immer 2:1 mischen. Das heißt, zwei Teile Resin, ein Teil Härter. Und das wird abgewogen und nicht in Millilitern, das wird in Gramm gemessen. Des Weiteren brauchen wir, ich habe hier transparente Farben, die könnt ihr überall bestellen. Dann braucht ihr eine Mischschale, ich nehme mir mal hier alte Joghurtbecher, ein Stäbchen zum Rühren. Für den beleuchteten Standfuß habe ich hier so eine Gießform. Und natürlich braucht man dafür so eine kleine Lichterkette, die kommt hinterher da rein, das ist aber später. Was brauchen wir noch? Ich habe hier ein Tablett, dann habe ich das ausgelegt mit Frischhaltefolie und da gieße ich hinterher mein Resin rein. Was brauchen wir noch? Einen Brenner brauchen wir noch, um die Bläschen, die vielleicht entstehen, wegzumachen. So, dann beginne ich mal. Das ist jetzt das Resin. Das wiege ich mir jetzt hier ab. So, jetzt kommt die Hälfte an Härter hinzu. Die Grundlage ist immer der Klarlack. Jetzt müsst ihr das Ganze 5 Minuten miteinander verbinden. Das wirklich 5 Minuten rühren, sonst können die Komponenten sich nicht gut verbinden. Ich rühre jetzt mal 5 Minuten rum. Und dann zeige ich euch, wie es gleich weitergeht. So, das Resin, das ist jetzt 5 Minuten gemischt. Und was ich vergessen habe, für alle Anfänger, tragt bitte Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Weil, wenn man das ins Auge kriegt, ist das nicht so prickelnd. Jetzt kippt man einfach das Resin aufs Tablett. Und dann mische ich gleich nochmal zwei Komponenten mit Farbe an, weil das Tablett ist nämlich für meine Tochter und sie hat sich lila Töne gewünscht, dann soll sie das auch bekommen. Da könnt ihr gleich den gleichen Becher nochmal benutzen. So, dann fange ich mal an, das Resin mit Farbe zu mischen. So, die erste Farbe ist jetzt gemischt, das ist hier jetzt ein Purple-Ton, den gebe ich jetzt oben auf den Rand. Dann mische ich jetzt ihre zweite Farbe an. So, die zweite Farbe ist auch angemischt. Die hat sich diese ausgesucht. Und die gebe ich jetzt da unter diesen lilanen Rand. Jetzt könnt ihr mit dem Stäbchen da irgendwelche Formen rein zaubern. Ich mache das immer in Wellenform. So in etwa, dann kann man den Rand noch ein bisschen höher ziehen oder ein paar Rundungen reinmischen. Dann müsst ihr mal selber schauen, was ihr gerne möchtet. In diesem Zeitpunkt, da könnt ihr auch gerne Glitzersteinchen oder, keine Ahnung, Perlen, Muscheln, was auch immer in Resinmasse geben, einfach reinlegen. So, jetzt heißt es Geduld haben.
Ihr dürft das jetzt nicht komplett aushärten lassen. Ich schätze mal, so zwischen 3 und 5 Stunden dauert das, bis diese Platte so weit gefestigt ist, dass man sie noch biegen kann, aber noch nicht fest genug ist. Ihr müsst immer so einen Fingertest machen. Fangt mal ungefähr bei 3 Stunden an, geht ganz vorsichtig mit dem Finger in die Masse. Wenn es kleben bleibt, weiter trocknen lassen. Ihr macht das so lange, bis ihr seht, oh, die hat sich schon so gefestigt, die Platte, dass der Finger nicht mehr dran kleben bleibt. Dann zeige ich euch dann, wie es weitergeht. So, das Resin hat jetzt seine Konsistenz erreicht, dass es fest genug ist und dass sich eine Schale rausmachen kann. Jetzt zieht man das vorsichtig vom Tablett ab. So. Könnt ihr schon sehen, dass sich das schön biegen lässt. Und jetzt nehmt ihr irgendeinen Gegenstand und formt das. Ich habe hier jetzt ein Glas. Gebt das in die Mitte. Und dann forme ich das mir jetzt zurecht. So, könnt ihr schon ungefähr sehen, wie meine Schale dann wird. Und dann müsst ihr das natürlich für 24 Stunden aushärten. Könnt ihr das jetzt so erkennen? Ihr könnt die noch formen, wie ihr möchtet. Höher, eine flachere Schale, mehr Wellen rein. Das ist euch dann ganz überlassen. Ich zeige euch die, wenn die hinterher fertig ist. Bis später. So, die Schale, die ist jetzt ausgehärtet. Die sieht jetzt so aus. Und jetzt mache ich einen beleuchteten Standfuß. Ich habe hier in der Gießform, habe ich schon mal die Lichterkette reingequetscht. Und da gebe ich gleich den Rand rein. Ich zeige euch das mal kurz. Bei dieser blauen ist das so ein Standfuß geworden. Ihr könnt also die Standfüße machen, wie ihr möchtet. Und dann macht ihr das Licht an und dann sieht das so aus. So, jetzt gebe ich in dem äußeren Rand, ich habe mir schon mal hier die Farbe angemischt, gebe ich den lila Ton rein. So, das müsste ausreichen. Und dann mische ich mir kurz noch was Neues an, weil das in der Mitte soll nicht so dunkel werden. Die zweite Mischung ist auch fertig. Die gebe ich jetzt einfach hier in die Mitte. Einmal kurz die Bläschen wegmachen. So, und jetzt nimmt man die Schale und setzt diese einfach in die Mitte ein. Dann noch etwas zur Beschwerung in die Schale geben. Und jetzt heißt es wieder Geduld haben. 24 Stunden aushärten lassen und dann ist die Schale auch schon fertig. Das Endergebnis zeige ich euch nach 24 Stunden. So, die Schale ist jetzt fertig. Der Standfuß mit der Beleuchtung ist jetzt auch ausgehärtet. Den brauchen wir jetzt einfach nur noch die Gießform abmachen. So. Sieht das jetzt von unten aus. Und so sieht die Schale aus. Dann machen wir mal die Lichtprobe. Ja, funktioniert und leuchtet. Wenn euch meine Resinschalen gefallen haben, dann gebt mir doch bitte ein Like und abonniert mich. Wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich. Bis später. Tschüss.
Ach, von unten könnt ihr euch die auch nochmal ansehen. So, jetzt aber tschüss.